Thank you.
Lieber Herr Doldinger, vielleicht darf ich vorausschicken, es ist ein gewisses Risiko, ihn an den Schluss dieses Tages zu setzen, weil der Mann hat natürlich unglaublich viel zu erzählen. Ich werde trotzdem versuchen, es im Rahmen zu halten. Was Sie eben gespielt haben, das klingt wie immer oder klang so, wie es immer bei Ihnen klingt, nämlich total selbstverständlich und es kann nur so und überhaupt nicht anders sein. Wie machen Sie das? Etwas spielen. dann weiß man es schon. Ja, man muss sich hineinfinden in dem Moment. Sag mal, das ist halt hier ein unterländisches Abenteuer. Mikrofon, gar kein Soundcheck, wie normalerweise üblich, aber das geht immer. Es geht halt. Es ging auch ohne Mikrofon halt. Insofern, man ergibt sich gerne in diese Situation und mir macht es Spaß, vor Menschen zu spielen, die vielleicht etwas auch an positiver Energie mitbekommen. Und das hat sich in meinem Leben einfach alles so ergeben. Es ist nicht geplant. Ich habe das ja als Kind auch nicht wahrgenommen und es hat sich dann entwickelt im Laufe der Jahre, 50er Jahre, erste Dixieland-Band waren ja meine Ursprünge, klassische Musik und Dixieland. Verträgt sich zwar eigentlich überhaupt nicht, aber dadurch, dass ich als Pianist gebildet wurde an einem Gymnasium, am Konservatorium, hatte ich dann aber auch schon diese Dixieland-Band und wir waren auch Autodidakten eigentlich in Sachen Jazz. Und das fand ich ganz gut, denn heute gibt es ja überall Jazzkurse und die Musik wird ja auch immer intellektueller, was ich auch ganz gut finde eigentlich. Aber auf der anderen Seite hat es mir immer Spaß gemacht, so aus dem Nichts heraus mein eigenes Ding zu entwickeln, nach dem, was ich an Erlebnissen hatte. Erlebnissen musikalisch. Können Sie sagen oder versuchen zu beschreiben, wie eine Melodie oder die Melodien, die Sie eben gespielt haben, in Ihren Kopf kommen? Ist das plötzlich da? Ist das ganz und gar da? Ist das ein Stück Arbeit, wie Hannah Monnier vorhin gesagt hat? Wenn einem nichts einfällt, muss man trotzdem sitzen bleiben und eben so lange warten. Na, das waren ja sehr unterschiedliche Elemente. Also die erste Melodie war natürlich das Boot. Das hat sich aus dem Stoff ergeben. Der Roman allein hat mich schon inspiriert, weil ich sagen wir mit Wolfgang Petersen und den Schauspielern, was daraus dann kam, wie bei vielen anderen Projekten auch, ist mir viel eingefallen durch die Zusammenarbeit mit Regisseuren und Autoren. Später aber dann, muss ich sagen, war primär bei mir entscheidend die Erfahrung, die man sammelte durch weltweite Tourneen und Begegnungen mit anderen Kollegen und Kolleginnen, wo man in New York oder was weiß ich, in San Francisco und Buenos Aires plötzlich was ganz anderes hörte oder was weiß ich, beim Echo. Nein, es ist im Laufe der Jahre vieles ganz spontan so entstanden, wie es eben üblich ist und sich auch so ergibt. Also ich muss sagen, die Freude an der Musik war bei mir immer da und in dem Moment, wo man sich erfreut, wird die Seele auch inspiriert und es bleibt jetzt ein oder andere hängen und naja, also ich richtig erklären kann es natürlich nicht. Das müssen Sie auch eigentlich gar nicht. vielleicht können Sie trotzdem sagen, ob es, jetzt blicken Sie auf ein nicht ganz so kurzes Leben zurück, Sie wären dieses Jahr 80 Jahre alt, ob es bessere und schlechtere Zeiten für Musik gibt, also für diesen musikalischen Erfindungsprozess. Gibt es da äußere Bedingungen, die günstiger auf so ein Künstlerleben wirken oder nicht so günstig? Sie haben sich ja wirklich in der ganzen Welt umgetan. Also die Prinzipien haben sich im Grunde genommen nicht grundlegend verändert. Das war immer das Musikerleben im Bereich Jazz nicht ganz einfach, wenn man so die Life Stories der 20er, 30er, 40er Jahre liest bis in die heutige Zeit. Das war für Jazzmusik immer auch problematisch, und, weil das sind ja meistens Freelance-Musiker. Und mir war es auch in meinem Leben wichtig, immer unabhängig zu bleiben und als selbstständiger Musikant meinen Weg zu gehen. Aber naja, ich weiß ja auch nicht. Also die Lebensumstände sind, glaube ich, schon auch entscheidend. Und was man so erlebt und mit wem man gespielt hat und was sich ergeben hat aus den Sessions und was man so gehört hat. Und das ist so umfassend, das kann ich jetzt gar nicht mit zwei Sätzen darlegen. Also ich würde sagen, die gesamte Lebenserfahrung spielt dabei eine Rolle. Und bei mir fing das ja ganz in Musik, habe ich wahrgenommen, schon als Vierjähriger, 1940. Meine Eltern erzählten dann, ja, ich war in einem Lokal, da wurde spielte eine Tanzkapelle und hatte zu Hause sofort die Kochtöpfe aus dem Schrank genommen und losgetrommelt. Ne. Später habe ich dann bei der Großmutter Klavier gespielt, die hatte einen Flügel da stehen. Aber erst mit 11 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte ich die mit
meinem Stieg ins Gymnasium dann die Chance, auch im Oberschumann-Konservatorium in Düsseldorf zu studieren, neben der Schulzeit. Später habe ich es dann nochmal ganz professionell durchgezogen, bis 1961, glaube ich. Ja, also, aber da war ich dann auch schon Musiker eigentlich. Ich habe ja 1900, mir vorhin nochmal eingefallen im Gespräch, 1957, 58 in Hamburg gespielt. Und da gab es einen Jazzladen, der hieß Weid. Ein Herr Moritz, dem gehörte das Ding und spielte dann Monatsengagement. Das spielte man jeden Abend von Abend 8 bis morgens um 4 unter Umständen. Was haben Sie da verdient? Verdient? Mhm. Gar nichts. Haben Sie da was verdient? Ganz wenig. Man spielte damals mit Lohnsteuerkarte. Das war schon verrückt. Da war natürlich nichts mit Unabhängigkeit. Nein, da musste man sich dann verpflichten. Also über ein Jahr hatten meine Eltern gesagt, du kannst mal machen, was du willst. Da habe ich also mit einem Kombo aus Bonn, Bernhard Giertz Kombo und später mit Dr. Roland Kovacs. Das war der Vertreter des Cool Jazz in der damaligen Zeit, mit dem ich mich später dann auch sehr angefreundet habe. Da habe ich mal ein Jahr so, um mal das Musikerleben richtig kennenzulernen. Und dann ist mir klar geworden, diese Art von Musikerleben will ich eigentlich nicht leben, sondern die Unabhängigkeit war mir wichtig. Deswegen habe ich dann mal studiert, also auch moderne Musik. Stockhausen war einer der Professoren damals, 1960, 61. Und naja, und dann habe ich mein Quartett gegründet mit Ingrid Hoffmann, dem Pianisten. Wunderbare Zusammenarbeit. Und dann hat mich ein junger Mann, damals war er noch sehr jung, ein gewisser Sigi Loch, angesprochen, wollen wir nicht mal ein Album zusammen machen? Was meint der damit? Konnte mir gar nicht vorstellen. Ja gut, und so kam die erste Platte zustande, die haben wir 1962 in Hamburg aufgenommen. 1963 erschien die dann, Jazz Made in Germany. Irgendwie war das auch ein bahnbrechender Titel. War mir damals gar nicht bewusst natürlich, ne? Wie man da dann aber mal in dieser Zeit in Deutschland Jazz zu machen und Jazz zu spielen, war ja schon etwas total Exotisches noch. Ja, ja, ja. Ja nicht wie aber heute. Es war eben nicht bewusst, weil wir sind ja aus der Szene so herangewachsen. Und man freute sich natürlich bei jedem Konzert, dass Menschen kamen, sich das anzuhören. Und wir hatten auch Spaß daran und die Band war auch sensationell. Die hatte zum Beispiel einen Bassisten, Peter Trunk, in meinem Alter, der leider schon sehr früh verstorben ist, aber es war damals Europas Bassist Nummer 1. Ja, und diese Jahre sind unvergesslich. Also der Jazz-Workshop vom NDR, da habe ich mir Bands zusammenstellen können, zum Beispiel mit Kenny Clarke und ja. René Thomas. Also wunderbar, ja. Diese Möglichkeiten, die eben auch auf dem Wege dann entstanden durch das Mitwirken der öffentlich-rechtlichen Sender wie den NDR. Hans Gerberg war derjenige, der das die Jahre hindurch mit Michael Naurer dann auch weiter bewerkstelligte, dass das möglich war. Heute wird es schwieriger, also weil es sind heute auch wahnsinnig viele junge Leute am Start, was ich ganz toll finde natürlich einerseits, aber auf der anderen Seite, für die, die heute auch aus diesem Jazz-Seminar davor gehen, wird das Überleben, wenn sie mal eine Familie gründen wollen und dergleichen, schon etwas schwieriger, aus wirtschaftlichen Gründen, weil es so viele gibt und der Staat hat auch nicht mehr Geld, die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich auch nicht, also es wird alles schwieriger und ich mag da auch nicht jetzt so sehr drüber philosophieren. Es ist so, wie es ist. Ich glaube, dass für den Einzelnen, wenn man dann mal rausrechnen würde, wie viele sind dann nun wirklich auf dem Weg und haben großen Erfolg, wird das relativ gleich bleiben, die Zahl derjenigen. Prozentual wird es unterschiedlich sein. Natürlich, heute unter den vielen werden weniger eine Chance haben, aber die wenigen, die waren wir ja damals auch. Wir waren ja auch nur ganz wenige, die dann nicht die Möglichkeiten hatten, sich in einer Platte oder mehreren Platten im Laufe der Jahre zu artikulieren. Wenn man Ihnen so zuhört, dann ist das, erzählen Sie Ihr Leben eigentlich so als das Ideal eines romantischen Künstlerlebens, nämlich es hat sich alles mehr oder weniger so ergeben. Ja. Aber dennoch muss ja in Ihnen etwas sein, was dieses Ergeben möglich gemacht hat und etwas vor allen Dingen, was Sie antreibt innerlich. Sie haben gesagt, Freude an der Musik, kann man ja, das noch etwas... Natürlich, klar, also was wollen Sie? Was wollen Sie mit der Musik, außer die Musik? Ja, meine Gefühle musikalisch entwickeln, herüberbringen. Mir war auch sehr wichtig, sehr früh eine Ehe einzugehen. Einen Menschen an meiner Seite zu haben, der ähnlich getickt hat, immer wie ich. Mhm. Und auch der Kunst sehr verbunden ist, meine Frau Inge, die in den späten Jahren, als die Kinder dann aus dem Haus waren, dann noch ganz verstärkt auch anfing zu malen. Sich auch Künstler als Künstlerin artikuliert. Ja, das hat sich alles entwickelt. Es war nichts unter Druck. Es hat sich alles. Der Druck war natürlich klar, immer auch zu überleben, klar. Mhm. Man kann das nicht herbeizaubern. Das
ist natürlich dann eine Plattenfirma, die sagt, also Junge, jetzt denk mal drüber nach, wir müssen ja auch mal ein paar Alben verkaufen. Das war mir auch klar. Aber mir war auch immer klar, dass wenn ich etwas mache, was glaubhaft ist und was irgendwie rüberkommt, dass das auch dann eine Chance haben wird, weil das Publikum das ja wohl auch spürt. Dass es authentisch ist, dass es eine Wahrheit hat. Ja, ja, nein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dass man aber auf der anderen Seite auch das machen sollte, was einem wirklich Spaß macht. Und da habe ich dann keine Grenzen setzen müssen, weil wie andere, leider der Jazz ist ja auch nun sehr dazu angetan, natürlich in einem Bereich zu bleiben, während ich hatte sehr früh auch eine Beziehung natürlich zur Kunstszene als solcher, mit der Gruppe Zero und den ganzen Künstlern und mit Düsseldorfer Schauspielhaus. Ich habe zum Beispiel auch für Theaterinszenierungen wieder mal Musik gemacht, produziert und komponiert und auch schon mal Musical dirigiert, weil ich fand die Zusammenarbeit mit Schauspiel noch mal so interessant. Das ist ja, hat damit Jazz natürlich. Also Sie sind immer ausgebüxt aus dieser Ja, das ist einfach eine menschliche Erfahrung, die man sammelt. Und ich finde, alles, wo man sich so abgrenzt, das finde ich wieder nicht so, ist nicht mein Ding. Es gibt Menschen, die sind halt so gepolt, aber das bin ich halt nicht. Ich bin ein Stier, der vorwärts geht und freut, Menschen anzutreffen, mit denen zu diskutieren und auch zusammenzuarbeiten. Hat Kreativität etwas mit Alter zu tun? Nein. Altert Kreativität? Nein, eigentlich nicht. Würde ich nicht sagen. Also gut, aber kann sich ja noch ergeben, ich weiß es nicht. Bei mir war es. Vielleicht bald fällt mir noch was Tolleres ein. Aber nein, das ist einfach eine Sache, die man von innen her erspürt. Und wenn ich ein neues Album zum Beispiel, wir haben ja gerade eine Platte aufgenommen, die Plattenfirma Warner, die hatten das Idee, jetzt zu meinem Geburtstag doch noch eine Platte rauszubringen. Da muss ich innerhalb von 3 Wochen diese Daten klar machen, das war Anfang Januar, ungewöhnliches Datum, ein Album aufnehmen. Da haben wir ein paar Gäste eingeladen, wir sind ja gelegentlich auch mit der Band dann unterwegs und haben auch schon mal Gäste dabei. Also es gibt 2 Bands, die Passportbesetzung in den 70er Jahren mit Kurt Gress und Roberto spielt ihn wieder auch mit und der Wolfgang Schmidt. Da gibt es die heutige Band, Passport Today, und wir waren dann 4 Tage im Studio, hatten ein paar Gesangskünstler auch mit am Start, wie den Sascha und Max Mutzke. Dann habe ich mit Helge Schneider im Duo aufgenommen. Einer, den ich sehr mag. Und so bin so die, sagen wir mal so, dieses Feeling der frühen New Orleans-Tage auch. Gesagt, dann müssen wir das mal aufnehmen. St. James Infirmary ist wunderbar geworden, im Duo. Udo Lindenberg ist auch. Udo singt Der Kreis ist Eis. Eins seiner Stücke. Ich habe mir erst gezögert, dachte, mein Gott, da werden bestimmt einige Kritiker drüber stolpern und sagen, was man will da damit sagen. Nein, das ist ganz nett geworden. Das muss man wirklich sagen. Ganz ungewöhnlich natürlich. Also, aber ich dachte schon, also da ich nie gezögert habe und auch nie mich verkrochen habe, irgendwas, dachte ich, das machen wir jetzt. Und es hat doch Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Und wir mit Udo auch sicherlich dieses Jahr noch mal ein bisschen auf der Bühne stehen. Er hat ja auch seinen 70. Geburtstag. Und wir haben ja öfters diese runden Geburtstage miteinander gefeiert, wir sind ja auch befreundet. Und für ihn war ich, glaube ich, ein Vorbild in den frühen Jahren. Und ich bewundere seinen Lebensweg, wie er das hingekriegt hat. Das ist doch sehr schön. Also wunderbare Aussichten mit und von Klaus Doldinger, dem Unverwüstlichen und immer Fröhlichen. Naja, immer fröhlich, also ich meine, so ganz. den Satz können Sie noch zu Ende machen. Naja, Sie haben es vorhin gesagt, bei mir könnte es jetzt Stunden weitergehen, klar, es gibt viel zu erzählen und ich werde auch irgendwann sicherlich ein Buch darüber schreiben oder zusammen mit einem Autor. Mal schauen, was sich das ergibt, weil es sind wirklich viele Geschichten, die vielleicht auch den jüngeren Menschen heute noch etwas bedeuten, wie man so einen Lebensweg gestaltet, wie sich das eine vom anderen ergibt und wie man einfach dann überlebt halt. Und das Vertrauen in sich nicht verliert. Ich habe zum Beispiel, was mir selber nicht zugetraut hätte, Anfang der 90er Jahre bin ich in den Aufsichtsrat der GEMA gewählt worden. Weil ich hatte mit der GEMA überhaupt nichts im Sinn. Also ich habe das 30 Jahre bei GEMA-Mitglied, ohne es wirklich wahrzunehmen. Und dann ruft mich ein Kollege an, sagt mal, ist gerade einer gestorben, der Hosentag. Jetzt müssen wir doch mal was mit deinen Kollegen tun. Was meint er damit? Ja, einer, der aus der Praxis kommt und mit dem Urheberrecht etwas anfangen kann. Und das war erst sehr verdutzt, aber dann habe ich innerhalb von diesen 25 Jahren, in denen ich diesem
Aufsichtsrat angehörte. Ich habe jetzt nicht mehr zur Wiederwahl gestellt, aus gewissen Gründen. Ganz viel gelernt über das, was Kreativität, was Urheberrecht ausmacht und was es geht in der heutigen Zeit, überhaupt die Kunst am Leben zu haben. Ja, ist ja auch eine Riesenfrage jetzt. Und das ist eine traurige Geschichte, auch dass die GEMA leider in vielen Punkten immer wieder falsch dargestellt wird. Man darf nicht vergessen, die GEMA ist ein Non-Profit-Unternehmen. Jetzt sprechen Sie als Aufsichtsrat. Wir würden das Zeitlebens nicht mehr verlassen, das ist schon klar. Weil ich erkannt habe, dass eben manches in der Darstellung des Urheberrechts und das, was der Künstler letztlich am Leben hält, nicht richtig dargestellt, nicht gerecht dargestellt wird. Das ist traurig. Das gilt übrigens nicht nur für die Musiker, sondern eben das gilt in allen Autorenbereichen, also schriftlich oder in der Kunst überhaupt. Und die Künstler leben nun mal davon, was die Konsumenten, möchte ich das mal nennen, freiwillig in der Kasse abzugeben bereit sind. Also das ist die entscheidende Frage. Und dass dann natürlich dem einen oder anderen das nicht passt, dass sie jetzt plötzlich eine GEMA-Abgabe leisten muss bei einer Veranstaltung, ist auch klar. Zahlt ihr heute Abend ja auch GEMA? Vielleicht gibt es zwei Stück. Gute Frage. Aber das kann man ja als Aufforderung. Genau. Der Wert des unseres geistigen Eigentums als schützenswert. Das ist schön. Vielleicht ist Dankeschön. Ein nicht so schlechtes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Storbenberg.